Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute die 10 reichsten Menschen der Welt im Jahr 2021. Ja, jährlich bringt das Forbes Magazine wieder eine große Liste mit den reichsten Menschen der Welt raus. Und gerade im Jahr 2021 hat sich viel getan, denn durch die Corona-Krise und deren Folgen hat sich viel vor allem in diesen Top-10-Bereichen getan. Viele Karten wurden hier nochmal neu gemischt, weil natürlich der Online-Handel in den letzten Monaten boomte, währenddessen andere Geschäfte dann deutliche Verluste verzeichnen mussten. Doch wir wollen euch gar nicht weiter auf die Folter spannen und fangen an mit Platz Nummer 10. Ja, Platz Nummer 10 ist Francois Bettencourt und Maya auf den 10. Platz der reichsten Menschen der Welt belegt sie mit einem geschätzten Vermögen von 88,9 Milliarden Dollar hier den 10. Platz. Sie ist die L'Oreal-Erbin. Ja, L'Oreal sagt uns, glaube ich, allen was, spätestens wenn wir mit unserer Freundin in den DM müssen, dann sehen wir die verschiedenen Beauty- und Pflegeprodukte und sie schafft es hier wirklich ein so großes Vermögen auf der hohen Kante zu haben. Platz Nummer 9. Warren Buffett. Warren Buffett kennt, glaube ich, jeder, der sich so ein bisschen in den letzten Jahren mit den Aktien auseinandergesetzt hat. Ein ganz, ganz großer Aktionär aus den USA und vielen tatsächlich da auch bekannt. Er kommt mittlerweile auf ein Vermögen von 100,8 Milliarden US-Dollar. Früher wurde er oft das Orakel von Omaha genannt und konnte sein Vermögen wirklich von ganz, ganz unten bis mittlerweile auf 100 Milliarden US-Dollar steigern. Platz Nummer 9, Warren Buffett, der Aktionär. Jetzt kommen wir zu Platz Nummer 8. Platz Nummer 8 ist Sergey Brin, wieder ein US-Amerikaner. Sergey Brin ist Informatiker und Mitgründer von Google und rückt damit in die Liste der reichsten Menschen der Welt. Insgesamt beläuft sich sein Vermögen auf 108,4 Milliarden US-Dollar. Da hat man ordentlich was zurückgelegt und davon werden die Kinder, Kinder der Kindeskinder auch noch weiterhin leben können. Durch den Börsengang von Google bzw. Alphabet wurde er damals Multimillionär und gilt seitdem als der reichste Immigrant in den USA. Platz Nummer 7, wieder ein US-Amerikaner, Larry Page, der ehemalige CEO der Google-Mutter Alphabet, macht in der Liste der reichsten Menschen der Welt tatsächlich einen Platz gut und legt mit seinem Vermögen von 112 Milliarden US-Dollar nun auf dem 7. Rang. Platz Nummer 6. Es wird euch nicht überraschen, wieder ein US-Amerikaner, Larry Ellison. Der Oracle-Gründer Larry Ellison findet sich auf den 6. Platz, wieder mit einem Gesamtvermögen von 115,9 Milliarden US-Dollar. Schafft er es hier tatsächlich vor Page und Brin zu landen, die wir gerade eben hatten, und da liegt er wirklich 3 Milliarden US-Dollar vorne. Das muss man sich mal vorstellen, 3 Milliarden US-Dollar vor Larry Page. Platz Nummer 5, Mark Zuckerberg. Natürlich auch wieder US-Amerikaner und wir kennen ihn alle, der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Gestern hatten wir einen großen Ausfall von Facebook, Instagram und WhatsApp. Diese drei gehören zusammen zu der Facebook-Firma, mit mittlerweile ja auch an der Börse zu finden und zu kaufen. Sein Vermögen beläuft sich auf 126,4 Milliarden US-Dollar und damit gehört er ganz zu Recht auf Platz 5 in diesem Ranking. Platz Nummer 4, wir kennen ihn alle, wir können alle was mit dem Namen anfangen. Bill Gates, wieder ein US-Amerikaner, er ist der Microsoft-Gründer und sein geschätztes Vermögen beläuft sich auf 130,3 Milliarden US-Dollar und liegt damit weit tatsächlich hinter dem Platz Nummer 3. Und da werden die Abstände tatsächlich immer größer, aber trotz der Corona-Krise stiegen auch seine Vermögenswerte weiterhin an. Platz Nummer 3, die Jungen unter euch. Platz Nummer 3, die Jungen unter euch kennen ihn auf jeden Fall, aber mittlerweile sind es auch in den anderen Jahrgängen für jeden ein Begriff. Elon Musk aus den USA, er ist der Mitgründer von PayPal und der Vorstandsvorsitzende des E-Auto-Herstellers Tesla, die ja auch bald hier in Berlin ein neues Zwischenwerk aufmachen werden. Sein Vermögen beläuft sich auf 161,3 Milliarden US-Dollar und hat damit nochmal 30 Milliarden mehr Vermögen als Bill Gates auf Platz Nummer 4. Außerdem ist er nicht nur Tesla-Chef,
sondern Chef des Weltraumunternehmens SpaceX. Ja, da gibt es ganz schöne YouTube-Videos, lohnt sich auch mal da reinzugucken. Schaut da wirklich mal vorbei. Jetzt kommen wir zu Platz Nummer 2. Auch hier ist es wieder ein großer Abstand. Platz Nummer 2 belegt Bernard Arnold. Bernard Arnold kommt aus Frankreich. Ja, wir haben endlich mal einen Nicht-Amerikaner nochmal hier drin. Platz Nummer 2 geht an Frankreich. Der Franzose Bernard Arnold ist nach wie vor einer der reichsten Europäer und überholt Elon Musk mit seinem Vermögen von 188,7 Milliarden US-Dollar. Doch jetzt stellt sich die Frage, weil dieser Name natürlich nicht so bekannt ist wie die letzten zwei Namen, was macht er denn und womit verdient er sein Geld? Er ist CEO der Firma LVMH und die betreuen bis zu 70 Luxusmarken, darunter Dior und Sephora, und damit konnte er ein Vermögen von 188,7 Milliarden US-Dollar aufbauen. Und jetzt kommen wir zu Platz Nummer 1, der unangefochtene Platz Nummer 1. Auch hier nochmal ein ganz, ganz großer Abstand. Der Platz Nummer 1 geht an Jeff Bezos. Er ist US-Amerikaner, allen ist er mittlerweile bekannt. Jeffrey Bezos heißt es in einem Song. 208,3 Milliarden US-Dollar hat der Amazon-Gründer auf der hohen Kante. Das heißt, ein sehr, sehr hohes Vermögen, und das macht ihn mittlerweile zum reichsten Menschen der Welt. Natürlich auch durch die Corona-Krise bedingt. Der weltweite Online-Handel stieg natürlich in die Höhe, aber auch so ist dieses große und milliardenschwere Unternehmen kaum noch aufzuhalten und überrollt alles, was sich ihm in den Weg setzt. Denn mittlerweile ist es ja nicht nur der Online-Handel, sondern auch der Stream-on-Demand-Dienst, der hier weiterhin Kasse macht. Jeffrey Bezos auf Platz 1, 208,3 Milliarden US-Dollar. Der braucht also auch eine ganze Weile, bis er dieses Geld in den 5., 6., 7., 8. Generationen irgendwie wieder rausverpulvern kann. Ja, das war's. Die Liste von 2021 der 10 reichsten Menschen der Welt. Ich hoffe, euch hat dieses Ranking gefallen. Falls ihr noch andere Ranking-Vorschläge habt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare und sagt uns vor allem mal, welcher Platz euch denn hier am meisten überrascht habt, beziehungsweise welchen Namen ihr vielleicht noch nicht auf dem Schirm hattet. Ich denke, Zuckerberg, Gates, Musk und Bezos sind ja allen bekannt, aber da gibt es noch ein paar Namen, die man gar nicht so genau kennt und die so ein bisschen unter dem Radar laufen und trotzdem richtig, richtig viel Geld beiseite gelegt haben. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Ranking gefallen. Gebt einen Daumen nach oben, hinterlasst ein Abo, und ansonsten sagen wir bis zur nächsten Folge und ciao.